wie sie das in der Realität und in der Wirklichkeit umsetzt. Denn die Kommunalpolitik vor Ort erlässt nie Gesetze. Sie beeinflusst die auch nicht. Sie kriegt das vorgesetzt. Ich will jetzt nicht groß ausschweifen über Judikative und Legislative und was es nicht alles gibt. Fangen wir mal ganz groß an. Die Bundesregierung beschließt ein Gesetz. Wer hat alle schon mal was vom Bildungspaket gehört? Alle, oder? Dürfen eigentlich jeder schon mal gehabt haben, Zeitung oder sonst was. Oder über die Zulassung von Jobcentern. Das ist vielleicht auch noch geläuft, ja. Die geben einen gesetzlichen Rahmen vor und dann sagen die, das sind eure Richtlinien, daran müsst ihr euch halten. Nicht immer sind die Gesetze aber so ausgestaltet, dass man bis ins Kleinste lesen kann, was muss denn die Verwaltung machen. Jetzt kommt die Kommunalpolitik an sich ins Spiel. Die hat jetzt irgendeinen Rahmen vorgegeben und muss das mit Leben erfüllen. Da steht aber einer dahinter und sagt, wir sagen aber, wie es rund geht, nämlich entweder der Kreistag oder der Stadtrat. Der hat nämlich eine Einflussnahme darauf. Der Vorsitzende vom Kreistag oder Stadtrat ist immer der Bürgermeister oder der Landrat. Der hat aber ja nicht so großen Einfluss, sondern er muss darauf aufpassen, dass die Gesetze und Vorschriften und Ordnungen eingehalten werden. Und jetzt sagt der Kreistag oder der Stadtrat, so, da ist ein Gesetz. Wir sagen, für uns trifft es so zu, dass wir zum Beispiel für den Straßenausbau 90% der Kosten auf die Bürger umlegen. Spitze. Alle heben die Hand. Oder auch nicht alle. Viele. Und die Mehrheit beschließt und es ist beschlossen. So, dann geht es drin in der Verwaltung. Ins Bauordnungsamt zum Beispiel. Bauordnungsamt sagt, gut, okay, machen wir. Wir schreiben jetzt eine Straßenbaumaßnahme aus, erlassen eine Straßenbausatzung. Und da steht eben drin 90% müssen die Bürger übernehmen, die da dran wohnen. So, jetzt planen sie die Straße und sagen, 1,5 Millionen kostet die. In der Verordnung ist dann auch drin oder in der Satzung ist auch drin, wie man zur Kasse gebeten wird. Mit der Fläche, die an der Straße liegt, mit der Tiefe des Grundstückes, etc. pp. Die lassen die Straße bauen und vorher haben sie aber eine Pflicht, die Verwaltung und muss das auslegen. Jetzt kommen die Bürger wieder ins Spiel. Die müssen sich das angucken und sagen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Die können den Einspruch erheben. So, wenn das einer macht, dann muss die Verwaltung tätig werden. Die muss prüfen, ob das angebracht ist oder nicht und da lässt dann Bescheid. Das ist eigentlich der Hauptaugenmerk, was die Kommunalverwaltung machen muss. Wenn der Bürger jetzt sagt, boah, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich bezahle auch jetzt hier nicht 15.000 Euro für meine 6 Meter Straße, da hier ging vor. Dann hat er erstmal die Möglichkeit über die Verwaltung. Die Verwaltung erlässt einen Bescheid und sagt, ja, hast recht, oder sagt, nee, was würdest du in 99% aller Fälle machen? Nö, das, was wir sagen, ist richtig. Dann kommt die Frage, was macht der Bürger jetzt? Dann kann er nur noch vor Verwaltungsgericht ziehen. Das hat er beim Bescheid drin, dass seine nächste Institution das ist. Und dann ist die Verwaltung schon wieder raus, weil dann muss er abwarten, was das Verwaltungsgericht sagt. Kernpunkt der Sache ist, die Verwaltung ist nur das ausführende Organ. Es kann überhaupt nichts selber beschließen, es kann nichts für sich selber machen, sondern sie ist immer auf andere angewiesen. Wir nehmen einfach mal hier im Rathaus und da drin sitzen die ganzen Mitarbeiter. Im Rathaus oben drüber, wie ich gesagt habe, steht der Bürgermeister und gegen den Bürgermeister oder neben dem Bürgermeister ist der Stadtrat. Der Stadtrat. Und der Stadtrat sagt, was die machen müssen und der Bürgermeister passt auf, dass das stimmt, was der Stadtrat sagt. Denn wer sitzt im Stadtrat? Wir, die normalen Bürger. Und wir wissen nicht immer, was das wirklich, was dürfen wir nicht. Der Stadtrat kann nochmal eine Sache beschließen und der Verwaltung sagen, du machst das so und so und in Wirklichkeit sprechen aber irgendwelche Gesetze dagegen.
Wenn das Gesetz dagegen spricht, muss der Bürgermeister sagen, liebe Stadtratsverwaltung, Stadtratssitzung, das funktioniert nicht, ich muss Einspruch einlegen, damit sind natürlich manchmal die Fraktionen nicht einverstanden. Die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, das Verwaltungsgericht anzurufen. Wenn sie der Meinung sind, was der Bürgermeister da sagt, ist Quatsch. Was aber die Mitarbeiter in der Verwaltung nicht können, die können nicht das Verwaltungsgericht anrufen. Die haben da überhaupt keine Chance. Solange sich also keiner beschwert, macht die Verwaltung, was ihr aufgetragen wurde. Also sprich, der Stadtrat oder das Gesetz, wenn es bis zum Ende ausformuliert ist, was man aber in den seltensten Fällen hat. Das Rathaus kann zwei mögliche Bescheide erlassen, oder die Verwaltung. Einen zugunsten der Bürger und einen zum Nachteil der Bürger. Zugunsten der Bürger wäre zum Beispiel, wenn eine Mutti kommt und sagt, ich möchte meinen Kindergartenplatz erstattet haben, weil ich einkommensschwach bin. Dann sagt die Verwaltung, ja, deine Kosten für den Kindergartenplatz übernehmen wir. Dann wäre ein begünstigter Verwaltungsakt für den Bürger. Das Rathaus kann aber auch genau das Gegenteil machen, nämlich, wie ich gesagt habe, mit der Straßenbausatzung. Sagt zum Bürger, kann den Bürger haben wir hier. Ich kann ein Bildschirm sehen. Sagt zum Bürger, du musst zahlen. Ja, das ist natürlich ein belastender Verwaltungsakt für mich. Und zwischen den beiden Sachen muss ich immer unterscheiden. Bekomme ich was von der Verwaltung oder will die Verwaltung was von mir haben? Oder legt sie mir irgendwas auf? Große Sache, was vielleicht auch schon 90% im Grün gekommen sind, mit dem Straßenverkehrsamt, Ordnungsamt, Bußgelder etc. pp. Immer negativ, immer belastender Verwaltungsakt, den ich natürlich auch vorgehen kann, entweder durch Widerspruch oder durch Klage. Da muss man natürlich dann unterscheiden, beim Straßenrecht geht es nicht unbedingt vor Verwaltungsgericht, sondern da gibt es auch schon teilweise vor das Amtsgericht. Werde ich aber begünstigt durch die Verwaltung, werde ich wohl kaum klagen. Wenn die Verwaltung mir zustimmt, was ich haben will, dann lasse ich das auch so laufen. Also, da drinnen, die Verwaltung, die da drin sitzt, als Kommune, ob das nun in der Stadt Magdeburg ist, ob das in der Stadt Halle ist, ob das in den Landkreisen ist, ob das in also kreisfreie Städte sind oder in größeren Städten wie, nee, Dessau, ist das noch kreisfrei? Muss ich mal überlegen. Ich glaube, ja, Halle, Magdeburg und Dessau sind die kreisfrei. Halberstadt, die müssen immer das machen, was andere sagen. Sie haben keine eigene Meinung, sage ich mal, in dem Sinne. Sie können es auslegen, aber ob es immer richtig ist, weiß man nicht. Jetzt macht die Verwaltung irgendwas und hier oben sitzt der Stadtrat, die Fraktion und kriegen mit, boah, ey, was die da machen, das geht ja nicht. Dann sollte natürlich der Stadtrat, und das ist das, wo wir denn wahrscheinlich sitzen, auch sofort sagen, ey, lieber Bürgermeister, da stimmt was nicht in deiner Verwaltung. Du bist verantwortlich für deine Verwaltung und du änderst das mal ganz schnell. Der Bürgermeister, je nachdem welcher Fraktion er angehört oder wenn er parteilos ist, wäre es ja noch der Idealfall, aber selbst dann hat er irgendeine Partei im Hintergrund, wird sich natürlich ganz schnell bemühen, seine Verwaltung auf die Spur zu bringen. Macht er das nämlich nicht, dann wird der Stadtrat ganz schnell zusehen, dass er den Bürgermeister los wird. So die Fälle haben wir zurzeit ganz viele zu laufen, wo Verfahren gegen Bürgermeister laufen, beziehungsweise gegen den Landrat sogar, aber die sind so langwierig, und man muss so viele Stimmen im Stadtrat oder im Kommunalausschuss sowieso haben, dass es schwierig wird. Sollte die Verwaltung arbeitsunfähig sein, weil sie zum Beispiel kein Amt dafür geschaffen hat, weil Urlaub, Krankheit, sonst was, so viel Ausfall ist, dass er nicht arbeitsfähig ist, muss nun keiner denken, ja, die arme Verwaltung, da muss man ja Rücksicht drauf nehmen. Nee, nee, so ist es nicht. Der hier oben, der muss sich wieder einen Kopf machen. Und natürlich sein Rat. Dort gibt es meistens, zumindest bei allen Großen, gibt es sogenannten Personalausschuss. Und meistens ist Haushalt und Personal zusammengehalten. Die müssen dann sagen, so Bürgermeister, setz dir mal zu, dass du dieses Problem dort gelöst kriegst. Und dann hat er einen Kopf voll und muss sich einen Kopf machen. Wo kriegt er jetzt die Mitarbeiter her? Meistens, was wird er machen? Er wird sie intern umsetzen. Sodass überhaupt keine Kosten entstehen. Aber hilft es dem Bürger? Das hilft ihm nicht, weil an irgendeiner anderen Stelle das Ding. Jetzt gehe ich mal auf
auf unseren großen Landkreis raus, zurück. Wenn eine Mutti einen Antrag stellt, sie möchte die Kosten für einen Kindergartenplatz erstattet kriegen und muss 6 Monate warten, bis sie den Bescheid kriegt, ist das wohl weder bürgernah, noch zeitnah, noch realistisch. Wenn aber hier im Kreisausschuss nur Leute sitzen, die sagen, naja, Landrat, wir haben schon Verständnis für dich, und keiner steht auf, hat der Bürger kaum eine Chance. Weil es steht nirgendwo im Gesetz drin, wie lange die unbedingt brauchen, um einen Bescheid auf die Wege zu bringen. Irgendwann ist mal Schluss, irgendwann kann man das Verwaltungsgericht anrufen. Und dann sagt das Verwaltungsgericht, na lieber Freund, jetzt sehen wir mal zu, dass du hier einen Bescheid da lässt. Aber für den Betroffenen, für den Bürger, ist so viel Zeit ins Land gegangen, er hat so viel Nerven verloren, dass es nicht mehr für ihn tragbar ist. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe von den Ausschüssen, zu gucken, was mache ich für meine Bürger. Der Ausschuss ist nicht für die Verwaltung da, oder der Rat, sondern immer für den Bürger, von dem wird dann nämlich auch gewählt. Und das vergessen viele. Viele, die hier drinnen sitzen, sind der Meinung, wir kümmern uns nur um die Verwaltung, was der Bürger da unten will, soll er doch aufmucken. Wir ändern sowieso nichts. Kommt natürlich immer darauf an, wie groß sind die Fraktionen hier drinnen und welche Macht haben sie. Wenn ganz kleine Fraktionen, sage ich jetzt mal so wie bei uns, die Landwirte mit 3 Leuten im Kreistag sitzen, gegenüber 46, was wollen die ausrichten? Die können einen Antrag stellen, aber wahrscheinlich wird er abgeschmettert. Ohne, dass noch jemand irgendwas sagt. Achso, bei BM wird man noch LR runterschreiben, für Landrat. Bei Rathaus Kreistag. Landkreis. Die Kommunalverwaltung also, die kann man beeinflussen. Immer der Bürger durch seine Rechte, die er sich wahrscheinlich einklagen muss, aber vor allem die, die hier oben drin sitzen. Und da müssen wir uns ganz doll im Klaren sein. Was die aber beide nicht können, die können keine Gesetze erlassen. Sie sind immer an irgendwo hier oben Gesetze gebunden. Die können Verordnungen erlassen, die können Satzungen erlassen, die aber irgendwo hier gesetzeskonform sein müssen. Dann erstmal als grober Abschnitt, was hat eine Kommunalverwaltung zu machen? Vor allem würde ich mich jetzt, wenn Fragen kommen, weil dann kann man besser darauf eingehen, als wenn nur ich rede. Habe ich das richtig verstanden, dass es keine Gesetze auf Kommunalebene gibt? Gesetze gibt es nicht. Also es gibt Verordnungen und Satzungen. Okay. Gesetze können die nicht erlassen. Gesetze kommen immer von hier oben. Das heißt, sowas wie zum Beispiel ein kommunales Ausländerwahlrecht wäre eine Verordnung, keine Gesetzesänderung? Oder müsste man die dann... Das wäre ganz oben, das wäre Bundespolitik. Okay. Also man könnte jetzt hier drin auch keinen Antrag stellen, wir wollen alle Ausländer mit wählen lassen. Oder alle ab 14, alle ab 12. Okay. Das wäre immer Bundespolitik. Das wäre also an der Stelle völlig fehl angebracht. Um das kurz aufzugreifen, also es müsste von Landesebene kommen, die Kommunen dürfen selbst bestimmen, ab welchem Alter gewählt werden darf, und dann hätten sie erst die Frage, dass... Das schreibt das Gesetz vor. Wenn das Gesetz sagt, ab 16, können sie zwar ab 18 sagen? Nö, da müssen sie sich dran halten. Ach so. Wenn das Gesetz sagt, also wenn das Land festlegt, das ist Landesentscheidung, 16 Jahre, dann muss sich der Kreistag dran halten. Dann kann er nicht hochsetzen, das darf er nicht. Wenn das Gesetz dann wurde er gegen das Gesetz verstoßen, das geht nicht. Wenn das Gesetz die Freiraum gibt, dann dürfen Sie da... Dann könnten Sie, haben Sie einen Spielraum, sicherlich. Aber das, also bei Barrecht ist das nicht so. Ja, also wenn es nicht konkret bis zum letzten Punkt ausgelegt ist, dann hat man natürlich auch irgendwo einen Spielraum. Ne? Ermessensfreiraum nennt man sowas. Also man muss wirklich immer unterscheiden, wer darf das Gesetz erlassen. Der Bund, das Land, aber der Kreis und die Stadt auch nicht. Die haben nie eine Möglichkeit. Deshalb muss man sich immer überlegen, wo will man es denn anbringen, wenn man einen Antrag bringt. Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar hat da jetzt der Bund beschlossen hier mit diesen Nummernschildern, dass da jeder ehemalige Kreis, der hier zwangsvereinigt wurde, wieder seine eigenen Nummernschilder hat. Ja. Das wurde auf Bundesebene beschlossen. Nur habe ich jetzt von der Meldestelle gehört, ihr habt, dass da Magdeburg, also der Landtag, das zustimmen muss. Und wenn der nicht zustimmt, ist dieses Gesetz von Bundesebene gar rechtens hier in Sachsen-Anhalt. Genau, weil der Bund hat gesagt, ihr dürft. Ach so.
Und wenn der Bund sagt, ihr dürft, dann kann das Land machen, was es will. Aha. Wenn der Bund sagt, ihr müsst, dann hat das Land keine Wahl. Dann ordnet alle Kreisausschüsse an und sagt so, Landrat setzt es um mit deiner Straßenverkehrsbehörde, jeder kann wieder sein Nummernschild haben, wie er will. Aber der Bund hat eindeutig in dieser Fall beschlossen, ihr dürft. Ja. Weil es ist ja auch eine Kostenfrage. Der Bund überlegt sich ganz genau, beschließt ihr ein Gesetz, wo Kosten entstehen, schreibt ihr nämlich da muss drin, muss er fast immer die Kosten selber tragen. Dann kann er nicht weiter. Sagt er aber, ihr dürft, dann gibt er auch alle Kosten mit nach unten. Und sagt, die Kosten tragt ihr aber auch alleine, wenn ihr das wirklich umsetzt. Also der Bund überlegt sich das ganz genau. Ich habe mal eine Frage zum Bürgermeister, weil das ja auch ein Ständer aktuell war mit dem Herrn Schwarz, wenn ich mich erinnere. Nee, Schmutz heißt der. Wenn er heißt, der Schmutz. Wenn es um Ständer geht, dann ist es Schmutz. Ja, gut. Wie ist es, wenn man damit unzufrieden ist, was kann man da als normaler Bürger machen? Wenn man mit dem Bürgermeister jetzt sagt, der ist nicht mehr tragbar. Nächste Thema. So, Aufgaben des Bürgermeisters, da kommt das mit rein. Okay. Ja, wollte ich auch sagen. Also, da kommt es nachher drauf an, wer kann den Bürgermeister abwählen. Ja, da kommt wieder Bürgerentscheid und so was, was kann man machen. Also den Hauptspielraum hat dann wohl eine Kommune, welche das liegt hier bei den zum Beispiel Gebühren. Da ist auch gesetzlich vorgegeben, was die abkassieren dürfen. Aber nicht wie viel und nicht die Höhe. Da gab es ja mal, wer das vielleicht schon mal verfolgt hat, im Land Sachsen gab es eine große Klage vom Landesverwaltungsgericht gegen die Straßenausbausatzung. Denn der Bund hat mal beschlossen, sie können Gebühren erhöhen, sie müssen es nicht machen. Und alle, was haben alle Verwaltungen gemacht? Boah, da kriegen wir Geld. Wir erlassen, ohne Ende. Und in Sachsen haben sie gesagt, ihr habt ja die Möglichkeit, das doch anders zu machen. Und da sind dann einige Kreise in Sachsen zurückgerudert und haben gesagt, wir bauen die Straße nicht so, weil es ist nämlich ein Unterschied, was der Verwaltungsgericht gesagt hat, ob ich eine Straße neu baue oder ausbaue. Baue ich sie aus, muss ich die Kosten nicht umlegen, nur wenn ich sie neu baue. Und wo wird eine Straße heutzutage noch neu gebaut? Das muss mir mal einer zeigen. Da, wo ich wohne, ist meistens eine Straße. Die Infrastruktur ist da. Es ist meistens nur ein Ausbau. Weil was die Verwaltung oft sagt, ist, die Straße wird ja dann besser, mein Grundstück wird noch wertvoller. Aber das möchte ich mal sehen, dass wenn mein Haus einen Wert hat von 80.000 und die machen die Straße davor, dass ich es dann plötzlich für 120.000 verkaufe. Das müssen wir mal vormachen. Und das ist genau das, was der Verwaltungsgericht gesagt hat. Funktioniert nicht, liebe. Und deshalb muss man mal gucken, wenn die Straßenausbausatzung kommt, dann steht da nämlich neuerdings immer drin, Neubau einer Straße und nicht mehr Ausbau einer Straße. Dann heißt es nämlich auch nicht mehr Straßenausbausatzung, sondern Straßensatzung einfach bloß. Das hat jetzt auch gebracht. Also so eine Gebühr wird dann im Rathaus oder im Stadtrat beschlossen? Der Stadtrat. Der Stadtrat beschließt es. Der Rathaus die führen es nur auf. Die sind es nur. Die stehen quasi nur die Briefe dann auf. Richtig. Im Allgemeinen ist es doch so, wenn ich mich als Bürger über irgendwas ärgere, wäre es immer mein erster, den ich visuell vor mir sehe, der mir den Bescheid überbracht hat. Aber die können meistens überhaupt nicht dafür, weil sie es nur umsetzen mussten. Natürlich sitzen hier auch welche drin, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn der Stadtrat oder Kreistag das mitkriegt, dass hier was fehlläuft, da kann auch mal ein Dezernent oder ein Amtsleiter sitzen, der völlig Mucks macht. Seine Mitarbeiter setzen das um. Klar, ohne Frage. Und erlassen auch die Bescheide. Aber ob der Kreistag, Stadtrat damit einverstanden war, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da muss man dann mal selber als Bürger auch mal ein bisschen gucken. Und das ist ja das Problem, was wir alle haben. Transparenz im Staat. Weiß ich denn immer, was die beschlossen haben? Kenne ich denn alle Verordnungen? Kenne ich denn alle Satzungen? Ist mir denn alles öffentlich zugänglich, was die sich untereinander absprechen, beschließen und sonst was? Und meistens sind so verwinkelt und verworren, dass man als normaler Bürger das nie findet, auch im Zeitalter vom Internet nicht. Keine Chance. Also selbst ich, der 20 Jahre in der Kommune sitzt und Haufen Satzungen mit umgesetzt hat, finde nicht immer das, was ich suche. Weil teilweise ist das, sagen wir mal, da wurde was 1994 erlassen. Das steht irgendwo im Amtsblatt. Da muss man aber wissen, wo finde ich das Amtsblatt und wann wurde das erlassen. Welchen Monat? Wenn ich das noch weiß, Januar 94, dann finde ich es vielleicht noch. Weiß ich das aber nicht, dann versuchen wir 16 Jahre rückwärts oder 18 Jahre rückwärts zu gucken, wo die Satzung oder der Beschluss mal war. So viel zu Transparenz. Kleine Frage. Also wenn ich jetzt einen Vorschlag habe, zum Beispiel Umbenennung einer Straße, dann wende ich mich am besten an den Stadtrat oder an den Bürgermeister? Ja, den Stadtrat. Deine Fraktion, die deine Interessen vertritt. Das ist dann eine Umwidmung einer Straße. Meistens obliegt es dem Kreistag.
Und der Stadtrat kann sagen, sagen wir mal, ein ganz blödes Beispiel, da gibt es noch eine Straße, die heißt Adolf-Hitler-Straße. Und kein Mensch hat das bemerkt. Und irgendwann sagt einer, habt ihr hier eine Macke? Ey, das könnt ihr Landstraße nennen oder sonst was. Da würde ich natürlich immer hier den Stadtrat sofort auf die Spur schicken und sagen, ey, kümmert euch mal darum, dass das geändert wird. Die politische Macht, die ist eine ganz große. Und die hat auch den größten Einfluss. Wenn ich als Bürger komme, ich kann an den Kreistag schreiben oder an den Bürger, also an die Verwaltung oder so. Aber ob die das denn umsetzen, das ist eine ganz andere Frage. Kommt es von hier oben, haben die fast keine Chance mehr. Dann müssen sie das machen. Ja, war jetzt ein blöder Beispiel. Aber ich weiß, so, ich glaube 1998 hat man noch in manchen Städten gefunden, dass Adolf Hitler noch Ehrenbürger der Stadt ist und so eine Dinger. Weil da nie einer wieder nachgeguckt hat, wenn die einer anderen heißt. Das muss man sich mal okay, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Unding gewesen. Aber das jetzt als extra Beispiel. Also wäre immer sinnvoll, wenn ich mir meinen Kommunalpolitiker hole und sage, Mensch, los, bringt das doch mal auf den Weg, da muss was geändert werden. Und das ist natürlich immer die Frage, wie stark ist die Fraktion, die ich anspreche? Wir haben das jetzt gehabt in Stendal, ich bin in mehreren Kuratorien drin, vom Kindergarten, Schule etc. pp. Der Bürgermeister mit seiner Verwaltung, in der ich nicht sitze, weil ich sitze ja im Kreis, war der Meinung, er schießt den Hort. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, er kann nicht beschließen, dass der Hort einfach geschlossen wird für 14 Tage, weil er alle in den Urlaub schickt. Das gibt der Kinderförderungsgesetz ja nicht her. Was haben wir gemacht? Wir haben jeden Fraktionsvorsitzenden angeschrieben, sodass es bei denen eine Ausschusssitzung auf dem Tisch war, im Sozialausschuss. Kurze Reden. Randbemerkung, wir haben es nicht geschafft, dass der Hort nicht geschlossen wurde, aber aus dem einfachen Grund, weil 80% aller Koalitionsmitglieder abgesprungen sind und die gesagt haben, sie unterschreiben das nicht mehr, ihnen ist das egal, ob sie geschlossen wird. Ich hatte schon die Klage vom Verwaltungsgericht vorbereitet und alles. Inklusive eines Eilverfahrens. Aber keine Chance. Ganz böse Sache, die mir dabei ja nicht passiert ist, ich habe es ja schon fast geahnt. Wir haben Rederecht beantragt. Sitzt irgendjemand hier schon in Kommunalpolitik irgendwo? Sie? Stadtrat, Ortschaftsrat. Was passiert im Ausschuss, wenn Bürger da sitzen? Ich tue lassen. Richtig, zulassen kann man es ja. Die können sich erstmal alles anhören, aber ein Rederecht haben sie. Meine ich ja, Rederecht wird meistens nicht. Oh. Jetzt beantrage ich das Rederecht und dann guckt der Ausschussvorsitzende rum in Runde, seid ihr mit einverstanden? Keiner hebt die Hand und er sagt, das interessiert mich nicht. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu sagen. Jetzt suche ich mir, weil ich ja schlau bin, weil ich mich schon auskenne, eine Fraktion und sage, Mensch, liebe Fraktion, beantrage doch mal für mich das Rederecht, weil das ein ganz anderes Gewicht hat. Hat die SPD gesagt, sie beantragen das Rederecht für mich. Dann war ich bei der Ausschusssitzung und wie immer sagt die von der SPD, ach nee, wir haben auch kein Interesse dran. Also ich kam mir vor wie ein geprügelter Hund und durfte nichts sagen und habe gedacht, na warte mal, das kriegt er wieder. Spätestens bei der nächsten Kommunalpolitik möchte ich da drinnen sitzen. Im Land, das muss man vielleicht mal als kleinen Hintergrund, im Kreistag darf ich nie rein, weil ich Beschäftigter vom Kreis bin. Ich darf da also nie selber sitzen. Aber im Stadtrat, wo ich wohne, das darf ich. Würde ich im Rathaus arbeiten, hätte ich schon wieder ein Problem. Aber dann könnte ich im Kreistag sitzen. So die Sache. Das ist dann aber Verwaltungsverfahrensgesetze und so, das musste man dann nachgucken, denn wie das betrifft. Aber das betrifft nicht allzu viele. Also da wäre es immer sinnvoll, wenn man eine Fraktion hat, die seine Interessen vertritt. Wenn wir natürlich selber drin sitzen, ist top. Ja, und wo ist jetzt dann der Punkt, wo man diese direkte Demokratie oder diese Liquid Democracy in solchen kommunalen Strukturen ja, etablieren kann? Also ich meine, gibt's schon sowas wie, ich sag mal so, Volksbegehren oder ähnliches auf kommunaler Ebene, beziehungsweise wie hoch sind da die Quoren, wie realistisch ist, dass sowas überhaupt gemacht werden kann, auch, sage ich mal, in ländlichen Gebieten ist es sicherlich nicht so einfach, mal rumzulaufen und sagen, unterschreiben Sie mal, ja, von Haus zu Haus, ist ja doch immer schon ziemlich aufwendig, beziehungsweise, welche Möglichkeiten hat man an so einen Stadtrat überhaupt noch hinzugehen, beziehungsweise, wie kann man das liquider gestalten, also, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja schon mal gehört von diesem Liquid Friesland, ja, die erste Kommune, die halt Liquid Feedback benutzt, und ich weiß nicht genau, wie es umgesetzt wird, vielleicht kannst du dazu was sagen. Also, die direkte Demokratie-Einflussnahme ist natürlich zurzeit nur über die Wahl, über die Gewählten. Oh.
auf die Mitarbeiter. Eine andere Möglichkeit direkt haben wir nicht. Den zweiten Weg, den wir haben, okay, was du hinaus willst, ist Bürgerbegehren und sowas. Da sind aber die Messlatten so hoch. Da sind eigentlich auf dem Land einfacher als in der großen Stadt, weil die richtet sich immer auch danach, wie viele Einwohner die alle haben. Und wenn ich denn Halle sehe, na, ich glaube, das werde kaum schaffen, dort ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Das kann ich mir kaum vorstellen, weil stell dir mal vor, du machst ein Bürgerbegehren wegen der Straßenaufbausatzung. Wen wird es interessieren? Die da wohnen. Und der Rest in Halle, ja, ey, mach doch, was da wollt, ist doch nicht meine, das ist mir völlig groß, das ist mir Schnuppe. Wenn es alle betrifft, dann kriegst du wahrscheinlich auch viele zusammen. Wir haben es im Ständer gerade durch und haben es nicht geschafft. Da geht es darum, ob Nahversorger angesiedelt werden darf im Altstadtkern oder nicht. Hat die SPD eingerührt, hat es nicht geschafft. Keine Chance. Wenn der Stadtrat oder der Kreistag beschließt, wir hören uns an, was die Bürger sagen über ein Feedback, dann kann er das natürlich umsetzen. Das ist aber nicht so, wie jetzt in Friesland, das ist dunkel. Der nächste hat es natürlich jetzt schon einfacher. Ja, der zweite. Das ist jetzt aber nicht so, weil das, was die in Friesland machen, dass wenn die 90% sagen, wir wollen das, dass das automatisch durch die Verwaltung umgesetzt wird. Weil hier, die jetzt mal beschlossen haben, dass wir alle Bürger fragen werden, sagen, Mensch, 90% aller Bürger wollen das so, dann machen wir das doch. Ja. Aber eine direkte Einflussnahme auf die Kommune ist es noch lange nicht. Also das ist noch ein ganz, ganz langer Weg, dass wir da mal hinkommen. Wir haben ja bei uns im Landkreis zurzeit gerade die Landratswahl. Wir selber stellen ja einen Kandidaten auf mit René Schernikau. Der hatte ja beim Landesparteitag kurz zu einem gesprochen. Das ist natürlich eine Sache, die er auch ganz groß auf der Fahne hat. Wie Transparenz und alles sowas. Ja, ja. Was eigentlich heutzutage jede moderne Verwaltung schon haben sollte, der ein E-Government. Der wirklich alles umsetzt, 1:1. Über das Internet etc. pp. Und dann kommt nämlich die Sache, dass wir sagen, da kann ich auch ein Tool einrichten und sagen, so, Feedback, kommt mal Bürger, wir wollen das und das machen, was meint ihr denn dazu? Wir machen mal ein Meinungsbild von unserer Kommune und dann nimmt die Verwaltung das mit drin in den Rat und sagt, so haben die Bürger entschieden. So sprechen sie sich also entschieden, nicht so sprechen sie sich aus. Man muss auch immer wissen, ich hatte ja vorhin gesagt, ich selber arbeite im Landkreis und durfte demzufolge nie im Kreistag selber sitzen. Was aber immer bei den Ausschusssitzungen hier ist, es sind immer die Amtsleiter oder Dezernenten mit da, die Rede und Antwort stehen müssen. Die Verwaltung ist also auskunftspflichtig und nachweispflichtig gegenüber den Stadträten. Die müssen sagen, warum haben sie das gemacht, was haben sie gemacht oder warum haben sie das nicht gemacht. Und das ist die große Einflussnahme, die wir uns eigentlich auf die Fahnen schreiben sollten, wenn wir irgendwo einziehen in den Kommunalregionen, dass wir wirklich das Instrument in der Hand nehmen und sagen, ey, liebe Verwaltung, jetzt stehst du hier, Amtsleiter, und jetzt sag mir mal, warum der Antrag 6 Monate gedauert hat. Woran liegt's? Ja, man kriegt es doch mit, da wo man wohnt, wenn die Bürger sich draußen beschweren. Oder gucken wir uns doch mal an, was passiert denn in allen Jobcentern? Wie lange dauern Anträge? Wie oft muss ich in Widerspruch gegen Sanktionen etc. pp. Da muss man dazu wissen, um ganz kurz abzuschweifen, so ein Jobcenter setzt sich aus 2 Sachen zusammen. Einmal aus der Bundesagentur und einmal aus dem Landkreis. Die sitzen da beide drinnen. Meistens wird es so, 51% DBA, 49% der Landkreis. Der Geschäftsführer vom Jobcenter wird meistens von der BA gestellt. Aber der Landrat hier unten, der hat hier eine Einflussnahme drauf. Der kann sagen, wenn ihm was nicht passt. Und da ist natürlich hier wieder oben der Kreistag gefragt, um zu sagen, ey, lieber Landrat, unsere Bürger stehen alle auf dem Barrikaden. Am 1. war Zahltag und am 4. haben sie das erst auf dem Konto gehabt. Warum? Warum hat das nicht funktioniert? Und dann muss er hier seinen Geschäftsführer holen und sagen, was ist hier passiert. Und bei der nächsten Sitzung sollte er schon Rede und Antwort stehen. Warum ist das passiert? Und das muss man ja noch verfolgen. Und das ist das, wo die direkte Demokratie wirksam wird und spürbar wird. Und das ist ja eigentlich auch das, wo die meisten vor Angst haben, dass es hier oben in den Reden bunter wird.
dass viel mehr Leute da sind und fragen, was ist hier los? Solange da immer nur 2-3 Parteien, die kennen sich schon, 20 Jahre, 25 Jahre, gut, weiter wollen wir nicht zurückgehen, zumindest solange wir nicht wie in den neuen Bundesländern sind, die sind so verfahren. Meint ihr, da diskutieren die noch drüber? Die sagen höchstens, Mensch, Landrat, seh doch mal zu, dass du da unten was bewegt kriegst. Aber da wird nie einer sagen und sagen, so lieber Landrat, das kriegst du nicht in den Griff. Jetzt machen wir die Bevölkerung mobil. Der Bürgermeister, der vertritt ja einmal die Kommune an sich oder der Landrat und ist auch, sag ich mal, das Oberhaupt der Ausschüsse. Er hat also zwei Funktionen, aber dazu kommt er nachher zur Aufgabe eines Bürgermeister eines Landrats. Ja. Wenn du noch irgendwas wissen wollt zur Kommunalpolitik? Ja, es klingt ja alles noch ein bisschen schwierig, also gerade so was Thema so. Transparenz in den Stadtrat, also wie realistisch schätzt du das jetzt ein, dass in Stadträten zum Beispiel gesagt wird, naja, dort werden mal Audioprotokolle von den Diskussionen gemacht oder Livestream oder ähnliches, was ja auf, also meines Wissens zum Beispiel in Halle jetzt nicht selbstverständlich wäre oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt existiert. Ich weiß gar nicht, ob es da Ergebnisprotokolle oder ähnliches gibt. Keine Ahnung. Also es gibt immer Protokolle. Okay. Die gibt es definitiv. Man muss aber unterscheiden, in den Protokollen gibt es einen öffentlichen Teil und einen nicht öffentlichen Teil. Der öffentliche Teil wird immer veröffentlicht, findet man irgendwo oder wenn man ins Rathaus geht oder im Landkreis und sich das geben lässt, kriegt man das. Der nicht öffentliche Teil wird nicht veröffentlicht. Da hat es aber meistens was mit Datenschutz zu tun. Da kommen Namen vor, bestimmte Bewegungen, Kontobewegungen und sowas alles. Wobei man immer, meine Empfindung, unterscheiden muss, warum darf der Bürger nicht wissen, was die mit ihrem Geld machen? Warum muss das im nicht öffentlichen Teil rennen? Wenn die ein Grundstück verkaufen, dass mich das nicht zu interessieren hat, wer das gekauft hat, aber mich hat schon zu interessieren, wenn es ein kommunaler Acker war, warum wurde der bloß für 95 Cent verkauft? Obwohl der Bodenrichtwert 2,80 Euro sind. Wenn wir uns also dann dafür einsetzen, halt solche nicht öffentlichen Daten, die aus Datenschutzrecht nicht öffentlich, dass wir ja anonymisiert in die öffentlichen Teile mit hinein müssen, zum Beispiel. Wir würden erst anfangen. Da müssten dann die Fraktionen sagen, wo alles, was im nicht öffentlichen Teil beschlossen wurde und hinterher den Datenschutzbestimmungen entspricht, sodass es, sagen wir, nennen wir mal bereinigen, muss dann hinterher auch öffentlich gestellt werden. Das ist aber noch lange nicht so. Meistens ist es so, bei der nächsten Sitzung wird das Protokoll beschlossen und dann hat man ein ganz kleines Teil, nicht öffentlicher Teil, dann steht bloß drin, beschlossen, Verkauf eines Grundstücks. Schluss aus. Mehr steht da nicht mehr. Da steht nicht mehr da, welches Grundstück oder zu welchem Preis. Das steht da nicht mehr drin. Weil das ist alles Bestandteil vom nicht öffentlichen Teil. Und ob man sowas verheimlichen muss, ich wüsste nicht. Gibt es da Richtlinien, bis wann das veröffentlicht werden muss? Naja, die Kommunen erlassen sich eigene Satzung, Sitzungssatzung. Und die legen fest, wann muss die nächste Sitzung sein. Und dann muss das von der letzten beschlossen werden und öffentlich gemacht werden. Ja, genauso, wenn die einladen zur Kreistagssitzung, dann ist das auch eine öffentliche und muss auch veröffentlicht werden im Amtsblatt, auf ihrer Homepage, wie sie das festlegen. Also das ist wieder so eine Sache, da können sie selber sagen, wie sie das machen möchten. Aber nicht die sagen, wie sie es machen möchten, sondern der Kreistag oder der Stadtrat sagt, wir möchten, dass es im Amtsblatt veröffentlicht wird, im Internet veröffentlicht wird, etc. pp. Der Mitschnitt von Audioprotokollen sehe ich ein bisschen skeptisch, weil was passiert? So, jetzt muss ich das einfach mal hier oben. Oh. So. So ein Stadtrat, da sitzen die Fraktionen drin. Nur wir jetzt 4 Fraktionen. Und da sitzen ganz normale Bürger drin. Und jetzt sitzt hier A und da sitzt Herr B und hier Frau C und was weiß ich. Und jetzt steht hier eine Kamera. Und sagt, ich fühle mir jetzt alles mit hier. Und A ist ein ganz schüchterner und würde gerne einen Antrag einbringen. Weiß aber nicht, ob sie das richtig formuliert, was wird sie machen. Sie wird nicht aufstehen, sie wird nicht die Hand heben. Das ist ein absoluter Nachteil, wo natürlich hier mit dem Bewusstsein der Leute gearbeitet werden muss. Wir hatten das im Stadtrat von Salzwedel, da lief immer der offene Kanal mit. Und dann hat man festgestellt, dass die Gewählten sich nicht mehr geäußert haben im öffentlichen Teil. Und dann hat es natürlich so eine große Fraktion,
ganz einfaches Spiel. Sie bringen was auf den Weg und wissen ganz genau, Lucy Müller, die traut sich ja nicht zu sagen, hier läuft die Kamera mit. Ich bin redegewandt, mir stört es nicht, dass die Kamera läuft, etc. pp. Aber sie hat ein Problem damit. Wäre natürlich die Frage, man könnte im Vornherein fragen, seid ihr alle mit einverstanden, wenn es mitläuft? Wenn alle ja sagen, ist schick. Aber du hast wahrscheinlich immer noch welche bei, die sich ja nicht trauen zu sagen. Ist die Kamera nicht bei? Aber hier oben ist die Zuschauertribüne und da sitzen welche. Dann wird es die nicht interessieren. Aber das ist eine Aufzeichnung, was jeder nachverfolgen kann. Und wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, wenn ich nicht wusste, wie es richtig heißt, etc. pp. Der hier oben auf der Zuschauertribüne sitzt, der wird sagen, naja, Mensch, nächstes Mal belese ich mal ein bisschen richtig oder so. Aber wenn das denn in öffentlich gestellt wird, hat sie ein kleines Problem damit. Das ist ein Problem, was ich sehe. Dass man die öffentliche Diskussion doch ein bisschen eindämmt. Also immer alles öffentlich machen ist wunderbar, Transparenz, dafür stehe ich ja auch. Aber hier bei so einer Sache muss man vorsichtig sein, ob man nicht genau das Gegenteil erreicht, nämlich die offene Diskussion einschränkt. Wir hatten ja eine Kommunalvertreterin, ne? Wie ist das bei euch? Naja, da wollte ich nachher dann noch was dazu sagen. Würden die einfach was sagen, wenn plötzlich eine Kamera mitläuft? Würden sie so reden, wie sie sonst auch reden? Natürlich nicht. So sieht's aus. Und das kann für die demokratischen Parteien für die kleinen Parteien sehr zum Nachteil plötzlich werden. Aber was gibt es denn für einen Lösungsansatz dafür? Der Lösungsansatz wäre einfach hinterher die Protokolle rinstellen. Wenn sie sich falsch ausgedrückt hat, ein englisches Wort, was sie nicht richtig konnte, der Protokollant kann es nachher richtig schreiben. Dann macht sich keiner mehr lustig drüber, ob sie das richtig gesagt hat oder nicht. Also mehr Teile in den öffentlichen Teil reinbringen. Ja, genau. Öffentlichen Teil protokollieren, hinterher Protokoll öffentlich machen und dann ist alles schick. Und da kann auch zum Beispiel auch der Stadtrat sagen, das Protokoll möchte ich, dass es innerhalb von 7 Tagen im Internet steht. Da muss ich ja nicht warten bis zur nächsten Sitzung, bis das nochmal alles bestätigt wird. Das Protokoll von der Sitzung an sich kann doch hingestellt werden. Aber hier wirklich, wäre sehr vorsichtig, ob wir uns da nicht beschränken. Ja. Jetzt sind erstmal warm. Na, hast du noch was? Komm, hast durchgeatmet. Nee. Nein, ich überlege nur, ich meine, auf Bundesebene ist das sowieso auch, also eigentlich ein Großteil auch schon irgendwo teilweise öffentlich, im Bundestag oder sowas. Ich meine, da muss das ja halt, da würde man jetzt im Endeffekt sagen, da trifft das ja halt schon seit Jahrzehnten zu, dass genau diese Situation immer da ist. Und ich weiß nicht, ob man da, also ob diese Gefahr dort genauso ist oder ob man sagt, naja, man hat sich jetzt dran gewöhnt. Ja, jeder, der dort reingeht, der weiß das und kann damit umgehen. Und vielleicht, wenn man von vornherein weiß, dass es so ist, dass ich mich halt für etwas aufstelle, wo ich auch weiß, dass ich dann halt damit einstehe, was ich dort sage. Ja, ich meine, auf eine Podiumsdiskussion kann ich auch nicht sagen, oh, ich habe da jetzt alle nicht gehört, ne? Im Endeffekt, oder was weiß ich, hier im Infostand, ja, da erzähle ich den Leuten dann auch, also erzählt man den Leuten dann auch irgendwas und das wird dann halt auch so aufgenommen, wie man es sagt. Von daher weiß ich nicht, ob man da so einen großen Unterschied machen darf. Nur mal kurz nebenbei bemerkt, beim Bundestag, also zum Beispiel so ziehst du neu einen Bundestag, kriegst du einen an der Seite gestellt, der dir alles erklärt, der dir sagt, wie du Reden vorzubereiten hast, du hast wissenschaftliche Mitarbeiter etc. pp. Das ist in einer kleinen Kommune, da nimmt dich keiner an der Hand. So, und wenn du denn, sag ich mal, frei nach Schnauze dort sprichst, das haben wir doch alles selber durch in der Schule. Und da halte ich mich auf dem Pausenhof oder muss ich mich auf den Rat halten? Oder will ich irgendwas anderes erklären vor einem großen Gremium, vom Schulrat, was weiß ich, rede ich ganz anders als draußen auf dem Pausenhof. Das ist einfach so. Aber die Protokolle führen, das ist schon mal Transparenz. Und die kann man durchziehen. Ja, Filmaufnahmen, wie gesagt, also ich bin da immer sehr skeptisch. Ich würde begrüßen, aber ich kann auch die kleinen Leute verstehen, die sich nicht wissen, wie sie sich artikulieren sollten oder so. Dein war auch Mann? Ja, also ich habe das in Dessau gesehen, da läuft auch grundsätzlich der offene Kanal mit auf Stadtratssitzung. Und einerseits ist das gut, weil es gab einen relativ großen Disput betreffs der Namensgebung Bauhaus Stadt Dessau. Ich weiß nicht, ob das ging ja auch durch die Presse. Bauhaus, bitte. Wir heißen jetzt momentan Dessau-Roslau und dann der Vorschlag ist, uns Bauhaus Stadt Dessau zu nehmen. Und dann fällt natürlich das Roslau hinten runter. Und da sind natürlich die Roslauer, die auch einen großen Teil der Bevölkerung darstellen, natürlich begründet ein bisschen sauer.
Und da gab es eine Sondersitzung und da stimmte dann wohl das Protokoll nicht so richtig und es zweifelte ein Stadtrat an. Und der zog dann das, die Aufnahme vom offenen Kanal zu Rate, um das Protokoll ihm anzuzweifeln. Das ist die positive Geschichte, die ich sehe. Und aber auf der anderen Seite, wenn man die Stadtratssitzung so sieht, wird auch ganz schön mit der Kamera kokettiert seitens der großen Fraktion. Die machen regelrecht Wahlkampf schon. Also da kommt dann, da steht dann die Dame von der SPD auf und sagt, ja, wir von der SPD, so richtig mit Blick in die Kamera, bla 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 und dann so weiter und so fort. Ne? Ob der Antrag den Sinn macht oder nicht, es wurde erstmal was gesagt und das hört sich ganz toll an und die Leute sehen es auf dem offenen Kanal. Ne? Und das ist die andere Seite. Also ich bin da auch deiner Meinung, dass es ein bisschen differenziert zu sehen ist mit Aufzeichnung. Aber wenn ich kurz eins aufgreifen darf, was der sagte, Protokoll war falsch geschrieben. Wer schreibt ein Protokoll? Die Verwaltung. Ja. Und den würde ich mir aus der Brust gezogen, als Fraktion. Wenn er das Protokoll falsch schreibt in der Verwaltung, dann hat das mindestens arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen. Und nicht absolut, oh, das ist mal so passiert. Ja, das darf natürlich nicht sein. Es ging um Detailfragen, die im Protokoll nicht erwähnt wurden. Wahrscheinlich hat es der Protokollant als nicht so wichtig empfunden. Keine Ahnung. Also. Also ich denke mal, aus dieser Diskussion gibt es jetzt noch kein Ergebnis. Das ist jetzt nächsten Mittwoch ist wieder Stadtratssitzung und da soll dazu Rechenschaft bezogen werden. Und das Protokoll wurde aber erstmal nicht genehmigt. Also bei großen Kommunen läuft eigentlich allgemein ein Audioprotokoll mit. Die haben eine Aufzeichnung. Das wollte ich mir gerade vorschlagen. Ich kenne mich da nicht aus. Sobald die Leute daran zu gewöhnen, dass man erstmal ein nicht öffentliches Protokoll macht und solche Sachen nachvollziehen, dass die Leute sich auch lange daran gewöhnen. Ja. Wenn die Leute sich daran gewöhnt haben, dass eine Kamera mitläuft. Auch wenn das überhaupt nicht erstmal veröffentlicht wird, sondern nur für. Wirklich nur für Recherchezwecke dienen. Dann kann man es ja irgendwann auch öffentlich machen, weil wir uns daran gewöhnt haben. Das Audioprotokoll wird ja auch nicht veröffentlicht. Das ist eigentlich nur für den Protokollführer hier. Damit man das in Ruhe nochmal anhören kann, weil wir haben noch kaum noch jemanden, der Steno schreiben kann. Schon mal dabei gewesen bei einer Kreistagssitzung oder Stadtratssitzung, weil da gequasselt wird, kein Mensch mitschreiben. Das wurde ja jeder ganz große Stichpunkte. Da wurde natürlich automatisch, und das ist früher auch passiert, viel hinten runterfallen. Aber heutzutage läuft immer eine Audioaufzeichnung mit und dann kann man das Protokoll nachvollziehen. Da braucht man also nicht mal unbedingt eine Kamera. Dann müsste man bloß im Stadtrat oder so beschließen, dass das Audioprotokoll nicht zu vernichten ist. Erst nach 6 Wochen oder 8 Wochen oder was weiß ich, wenn keine Eingaben kamen oder Einsprüche kamen. Gut, dann, ich wollte die Bitte zu Ende zu machen. Dann bedanke ich mich, dass du das machst.